Heute geht es um glasklare Marken und unmissverständliche Einschätzungen zu SAP, Tesla, BioNTech und NIO. Also, schaut's euch an. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, wir sprechen gleich über Tesla, über SAP, über BioNTech und über NIO. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Werte, über die wir auch sprechen könnten, die ihr vermutlich in diesem Moment sehr, sehr interessant findet, wie zum Beispiel Gold. In diesem Moment, wo ich das Video jetzt aufnehme, zieht Gold wieder über 1800 US-Dollar an. Ist das jetzt die nachhaltige Bodenbildung, die sich viele Goldanleger erwarten? Geht es jetzt wieder über 2000 US-Dollar? Ebenso könnte man die Frage stellen, Bitcoin am Allzeithoch, wie sind die kurzfristigen Ziele? Und, da gibt es noch viel mehr Aktien, BYD, Xiaomi, eine Lukoil vielleicht. Und all die werden wir besprechen, wenn ihr das möchtet. Denn am Freitag werde ich als vorgezogenes Nikolausgeschenk gerne eine Stunde, vielleicht werden es auch 90 Minuten lang, für euch und eure Fragen beantworten. Beim Anmelden zu diesem Live-Online-Seminar, den Link, den blende ich euch hier ein. Beim Anmelden könnt ihr bereits eure Frage hinterlassen. Bitte nur eine Frage, nicht keine Liste von 100 Werten. Dann sehe ich nämlich sofort, okay, welche sind die Werte, die wirklich interessieren. Das kann ja durchaus einer sein, den ich nicht auf dem Radar habe. Ich gehe da streng nach dem, was ihr direkt bei der Anmeldung eintragt. Das Ganze, wie gesagt, vollkommen kostenlos. Und ich freue mich, dass ich ja wirklich eine Top-Unterstützung habe, denn Gregor Laban wird dabei sein. Diejenigen, die ihn im letzten Live-Online-Seminar erlebt haben, die werden bereits wissen, okay, dem Mann sollte man wirklich zuhören, ist ein absoluter Top-Trader und ich freue mich, dass er hier bei mir im Team mit dabei ist, denn er hat bei den besten Adressen, die es so gibt, gehandelt. Also Crédit Agricole, UBS, zuletzt bei der Berenberg Bank, jeweils im Handelsdesk. Der Mann weiß also, wovon er spricht. Wir werden das Live-Online-Seminar, um zum 100. Mal das Wort Webinar zu vermeiden, werden wir also das Ganze am Freitag um 18 Uhr für euch besprechen. Und jeder, der sich anmeldet, der erhält dann auch im Nachhinein die Aufzeichnung. Wenn du dich also anmeldest und sagst, ich weiß nicht genau, ob ich kann, kein Problem, schicken wir dir dann zu und dann kannst du es dir pünktlich zum Nikolaus alles anschauen. Das dazu und jetzt gehen wir direkt bei mir auf den Bildschirm und wir fangen an mit einem wunderschönen Chart von Tesla. Los geht's. Ich möchte mal gleich das Fazit von Tesla an den Anfang stellen. Der Chart ist wunderschön. Und wenn ich mir das hier logarithmisch anschaue, dann spricht wenig dagegen, dass Tesla in den nächsten Jahren Kurse über 1000, ja, angesichts der Dynamik sogar über 2000 US-Dollar, 3000 US-Dollar kann ich mir ebenso herleiten. Ja, es ist einfach ein sehr, sehr dynamischer Aufwärtstrend, dass Tesla diese Kursziele erreichen wird unter technischen Aspekten. Ich bin bei dieser Story nicht dabei. Ich habe sowohl auf der Long-Seite als auch auf der Short-Seite mit Tesla mal Geld verdient. Aber das hier habe ich so nicht kommen sehen. Schäme ich mich gar nicht, das zu sagen. Und das, was mich letztendlich davon abgehalten hat, hier im größeren Stil auch mittel- oder gar langfristig investiert zu sein. Und wie gesagt, und rein unter technischen Aspekten, bei mir ist es ja so, wenn ich langfristig investiere, dann muss die Fundamentalanalyse stimmen. Und deswegen bin ich in Tesla langfristig nicht reingekommen. Weil natürlich das, ja, das KGV ist aus meiner Sicht eine eher überholte Kennzahl. Man sollte auf den Cashflow schauen. Das würde es bei Tesla aber nicht ändern, dass die Aktie, dass das Unternehmen absurd hoch bewertet ist. Ja, wenn wir die aktuellen Schätzungen nehmen, das ist ja nicht irgendeine Zahl. Also Tesla wird mit dem 580-fachen des Gewinns bezahlt. Und wenn wir die Schätzung für 2021 nehmen, dann mit dem 220-fachen des Gewinns, den Tesla selber annimmt. Also nicht irgendwie das Worst-Case-Szenario. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja genau der Trend, den man sehen will. Ja, ersten KGV von 580, dann von 220, vielleicht im Jahr darauf bei 120. Ja, und wenn man sagt, das wird halt wie eine Amazon-Story, dann ist wirklich die Frage, ob diese Skalierbarkeit im Automobilmarkt überhaupt möglich ist. Also die Geschwindigkeit, die eine Amazon-Aktie, bei der man natürlich, die wird dann immer klassischerweise genommen, weil man sagt, naja, die haben so ein hohes KGV gehabt. Du hast sie selber ja gekauft, da war das KGV noch so hoch. Völlig richtig.
weil ich mir da dieses Wachstum durchaus vorstellen konnte. Tesla ist ja heute noch, Amazon war noch nie günstig. Aber diese Skalierbarkeit, also Quartal für Quartal, wenn man es aufs Vorjahresquartal sieht, immer wieder um 30% zu wachsen, konnte ich mir natürlich bei einer Amazon auch gut vorstellen. Ob das im Automobilmarkt möglich ist, das ist die Frage. Und wann immer ich mit KGV komme, gibt es mal mindestens 10 Kandidaten vermutlich investiert, und dazu gratuliere ich Ihnen auch ganz herzlich, ja, denn die werden im Gewinn sein, die dann sagen, ach Eriksen, you don't get it. Tesla ist doch kein Automobilunternehmen. Du Lauch, Tesla ist ein Technologieunternehmen. Und da kann ich nur freundlich antworten, ja, aber auch bei einem Technologieunternehmen kommt es ja darauf an, was verdienst du am Ende mit deiner Technologie? Das ist das doch das Entscheidende. Und deswegen, jetzt habe ich eine Minute so gesprochen, als würde ich Tesla zum Verkauf empfehlen. Das mache ich nicht. Ich kann Tesla nicht zum Verkauf empfehlen. Die Aktie sieht charttechnisch einfach unglaublich stark aus. Und wir haben mittlerweile hier eine echte Unterstützungszone. Und deswegen werden wir jetzt mal konkret. Diese Zone hier, die uns eine ganze Zeit lang dieses Jahr beschäftigt hat, das ist jetzt eine wirklich, wirklich gute Unterstützung. Zwischen 390 und 475 US-Dollar, natürlich ist sie etwas breiter. Man könnte auch sagen, dass sie ein klein wenig höher bereits beginnt, denn wir haben hier diese Kerze ziemlich genau auf dieser Wochenkerze, die dann ausgebrochen ist. Also dürfte man durchaus formulieren, solange Tesla oberhalb von 500 Dollar handelt, wird sie einfach weiter steigen. Sollte allerdings Tesla unter 400 Dollar abrutschen, also diesen Bereich hier, dann spricht aus meiner Sicht vieles dafür, dass die Aktie 150 Dollar weiterfällt. Und darf ich ganz ehrlich sein? Also ich wünsche es allen Investierten nicht. Und wenn ich da nicht drin bin, ist es okay. Das akzeptiere ich. Vielleicht komme ich auf kurzfristiger Zeitebene mal rein. Aber wenn, das hier unten würde ich gern kaufen. Wenn Tesla jetzt auf 250 fiele, das wären halt 50% etwas mehr von hier aus. Und ich kann sowas Böses niemandem wünschen, der eine Aktie ist. Ich sage nur wenn. Wenn, dann würde ich die Chance gerne nochmal nutzen. Ansonsten gilt hier die Unterstützungszone. Der Tesla-Chart ist richtig stark. Wenn es nicht noch Bitcoin gäbe, der Chart sieht noch besser aus meiner Sicht, dann müsste man Tesla hier einen der Top-Ränge momentan zuweisen, eindeutig. Ganz anders sieht es bei SAP aus. Da gehen wir mal. So, machen wir folgendes. Gehen wir mal in die 5 Jahre und Tesla, SAP ist ja auch nicht so brachial, hat sich nicht so brachial entwickelt. Insofern könnten wir hier auch den linearen Chart nehmen. Macht keinen so großen Unterschied, weil, wie gesagt, ja die Dynamik des Anstiegs nicht so groß war. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, bei SAP hätte man ja doch einsteigen können. Also erstmal ist das hier kein lupenreiner Aufwärtstrend. Dafür sind die Korrekturen immer zu tief. Und um es mal gleich auf den Handel zu bringen, hier diese Widerstandszone, die sich bis etwa 104 Euro erstreckt auf Wochenbasis, die gilt. Wenn SAP darüber ansteigt, dann kann es durchaus weitergehen. Was aber für mich entscheidender ist, ja, also SAP ist kein furchtbarer Chart. Und wenn es jetzt nur 10 Aktien auf der Welt gäbe, dann würde ich sagen, wahrscheinlich müsste SAP eine Long-Spekulation davon sein. Nur unter einem Trading-Ansatz, unter einem aktiven Ansatz, kann ja nicht isoliert die Frage gestellt werden. Und das machen leider in Anführungszeichen viel zu viele Anleger, leider, weil es natürlich rentabler ginge. Die Frage lautet doch nicht nur, steigt SAP, sondern die Frage, die ich mir immer bei jedem Investment kurz- und mittelfristiger und sogar langfristiger Natur stellen muss, ist doch, steigt eine andere Aktie im Sektor beispielsweise, das hier ist Salesforce, ja, wenn man die mal als Konkurrent nimmt, stehen kurz vor der Übernahme, vielleicht haben sie bis dahin das sogar verkündet, von Slack. Und der Chart sieht deutlich stärker aus als der von SAP. Wir sprechen hier über Markttechnik. Bitte, ich freue mich über Zuschriften, aber jetzt Zuschriften von SAP-Mitarbeitern, die mir erklären, warum SAP als Sales besser ist als Salesforce. Fundamentale Betrachtung. Die Charttechnik sagt seit Jahren etwas anderes. Und das ist das, was die Börse draus macht.
Und SAP hat leider auch in schlechten Marktphasen keine positive Korrelation zum Markt. Und wenn wir uns dann, und auch das ist entscheidend, wenn wir schon über SAP sprechen und über das Investment, ja, der DAX ist halt viel, viel besser gelaufen in dieser Phase. Das heißt also, der DAX ist nahe an seinem Allzeithoch und SAP zeigt eine relative Schwäche auch gegenüber dem Index, auch kurzfristig. Und das ist entscheidend. Wenn ich mit einem DAX-ETF, der ja viel weniger spekulativ ist, weil ich ja da gar keine negativen Nachrichten einer Einzelaktie habe, wenn ich mit einem DAX-ETF mehr verdiene an jedem Tag, wo die Kurse steigen, als mit einer SAP-Aktie, die ja im DAX sehr, sehr hoch gewichtet ist, dann ist es sinnvoller, den DAX-ETF zu kaufen. Und nur darum geht es mir. Das ist das, was man immer im Hinterkopf behalten muss. Und insofern, ja, SAP ist für mich viel zu schwach, haben sich seitdem der DAX um 1000 Punkte gestiegen ist, haben sie sich vom Tief, ja, also wenn wir nicht den Spike nehmen, sondern die gehandelten Tiefs, mal gerade 10% nach oben entwickelt. Und das ist einfach zu wenig, wenn man bedenkt, wie weit sie hier vom Hoch entfernt sind. Alles über 103 bis 104 Euro kann man aber als Kaufsignal betrachten, wenn man dann sagt, es soll aber SAP sein. Na gut. Dann haben wir eine BioNTech. Warte, muss ich mal gerade ziehen. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal alle Daten, die wir bekommen können. Das sind, glaube ich, schon alle Daten. More or less. Weil BioNTech, die Aktie habe ich auch schon mehrfach gehandelt. Aktuell, jetzt in diesem Moment, ich nehme das Bildschirmvideo auf um 11.21 Uhr, keine Position. Dieser Aufwärtstrend, der war vorher auf Tagesbasis sehr schön immer wieder zu handeln. Das werden all diejenigen wissen und hoffentlich bestätigen können, die den Report beziehen. Ja, den könnt ihr unter diesem Video kostenlos euch anschauen. Und auch morgen früh wird es im Report wieder um BioNTech gehen. Habe ich gerade BioNTech gesagt, aber ist ja eigentlich auch eine deutsche Firma. Anyway, BioNTech. Und diesen Ausbruch, wenn ich mir den anschaue, der jetzt gerade läuft, und natürlich könnte jetzt der Tesla-Aktionär sagen, ey, jetzt sag aber auch mal hier KGV von BioNTech. Ja, ist praktisch nicht vorhanden, ja, weil die ja kein Geld verdienen. Ist aber eben was anderes. Ist natürlich, was wir ihnen fundamental als Credit mal, unabhängig von jeder Impfdiskussion, die wir natürlich nicht in diesem Video führen werden. Sie haben den Impfstoff extrem schnell gehabt, mRNA, ja. Gerne mal googeln, gibt es kurz relativ gut verständliche Artikel. Also wenn ich das verstehe, dann versteht ihr das sicherlich auch. Wirksamkeit 95%. Problem ist, dass das ganze Ding kalt gelagert werden muss, kalt transportiert werden muss. Da gibt es schon neue Versuche und. Wenn das Ganze auf andere Bereiche übertragbar ist, dann kann BioNTech vielleicht tatsächlich mal das sein, was sich der Gründer wünscht, sozusagen so dieses Amazon der Pharmabranche. Ist halt auch viel Zukunft drin, weil eben die Gründer, das Ehepaar, sich jede Woche featuren lässt, immer wieder über die positive Zukunft spricht. Das ist ein zweischneidiges Schwert, das muss man mittelfristig sagen, denn die dürfen niemals mal nicht liefern. Dann fällt so eine Aktie sofort um 30-40%. Keine Frage. Wer hier meint, das ist ein risikoloses Investment, ist noch nicht so lange an der Börse. Aber wir sprechen hier überwiegend über Markttechnik. Und wenn ich mir den Ausbruch anschaue, dann sieht der sehr positiv aus. Das ist die Wochenkerze. Und da wir sowieso auf einem Hoch sind und angesichts der Dynamik der letzten Woche, ich kann es nicht anders sagen, spricht wenig gegen einen Anstieg in Richtung 170 US-Dollar. Kurzfristig sollte dafür so eine Unterstützung bei 102 bis 104 Dollar, nicht unterschritten werden. Und wer jetzt sagt, naja, der Stop ist ja 20 Dollar weit weg. Genau, das hier ist ja auch keine Kaufempfehlung. Der Ausbruch ist ja viel früher gekommen. Und ich will nicht nochmal auf den Report verweisen, weil das natürlich ein bisschen, das klingt wie fishy, aber ich kann es nicht anders sagen. Ja, wem die Aktie jetzt erst auffällt, so kann man es ja auch mal formulieren, der ist natürlich auch nicht so ganz am Puls der Zeit. Soweit zu BioNTech, sieht positiv aus, sicherlich noch einiges Potenzial auf der Oberseite, ob man eben ausgerechnet kaufen muss, nachdem eine Aktie dann 4 Tage in Folge gestiegen ist um über 20%.
kann man wohl für einen mittelfristigen Investor eher mit Nein beantworten. Für einen Trend-Trader ist es sicherlich dennoch interessant. So, last but not least schauen wir uns NIO an und versuchen das mal wieder heil zu machen hier. Also, nicht bei allen macht halt eine logarithmische Darstellung Sinn. Bei NIO aber auf jeden Fall. Gucken wir uns das mal auf Jahressicht an. Genau. Können auch mal in Tagesbasis nehmen. So. Ja, ich werde morgen im ehrlichsten Video über die Bewertung sprechen von Elektroautos. Deswegen lassen wir das heute mal weg. Wenn wir uns das rein charttechnisch betrachten, dann ist dieser Trend vollkommen intakt und ich kann so viel vorwegnehmen. Ich nehme es jetzt mal nicht vorweg. Da ist natürlich wahnsinnig viel Fantasie drin. Wahnsinnig viel. Aber der Trend ist intakt. Und wenn wir ein bisschen weiter reingehen, gibt es dem auch wenig hinzuzufügen. Wir haben, und das ist vielleicht das, worauf man schauen kann, wir haben hier eine Trendbewegung. Ja? Wir haben eine Trendbewegung und wichtig ist, dass man immer mal wieder erhitzende, das hier ist schon fast nicht mehr einzuzeichnen, worauf es mir ankommt. Wenn dann irgendwann die größeren Trendbewegungen immer steiler werden, sorry, jetzt bin ich hier gerade die 6-Monats-Ansicht zurückgegangen. Wenn die immer steiler werden. Und ja, das ist noch keine Fahnenstange, das geht noch steiler theoretisch. Dann sollte man, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht der Letzte sein, der verkauft. Und ganz ehrlich, ich bekomme ja auch Zuschriften, deswegen ist es einfach wichtig, dass ich das erwähne. Dass Leute sagen, Elektromobilität, das hat doch eine, da entwickelt sich doch was. Ich überlege, NIO einzusteigen. Und meine Aufgabe ist gewiss nicht, jemanden davon abzuhalten, irgendwas zu machen. Ich kann hier nur meinen Standpunkt wiedergeben. Jetzt aus Sicht eines Investoren bei NIO bei $50 einzusteigen, ist aus meiner Sicht absoluter Wahnsinn. Die müssen in diese Bewertung erstmal reinwachsen. Also jetzt in einen Trend einzusteigen, der die letzten 6 Monate an der Börse grassiert hat, wie kaum ein zweiter. Es gab keine Branche, die so abgegangen ist wie Elektroautos. Deswegen muss ich mal ganz offen an alle sagen, die meinen Elektroautos, das könnte was für die Zukunft sein. Das könnte es natürlich. Aber du hast hier einfach komplett den gesamten Trend jetzt verschlafen. Und einen Trend als letzter zu kaufen, und ehrlich, du bist hier fast der Letzte, der dann jetzt kauft, mach das bitte nicht. Ich würde es nicht machen. Jeder sollte selbst in seinem Depot entscheiden, ganz klar. Und ich würde mich hier ein wenig an den Retracements entlanghangeln. Ja, das heißt also, ein Rutsch unter $46 wäre negativ und dass solche Aktien, solche Trends, wenn sie denn korrigieren, dann korrigieren die in kürzester Zeit um schnelle 20%, 30%, 40%. Behaltet da mal die $46 im Auge, $46, $45, darunter sollte die Aktie nicht abrutschen. Das war's erstmal. Das war es also für heute und wir sehen uns dann wieder sowohl im Live-Online-Webinar am Freitag als auch nochmal am Donnerstag natürlich. Also, habt bis dahin eine gute Zeit und liebe Grüße. Bye, bye.